Ja, hallo Freunde der Spiegeltour, jetzt auch auf YouTube. Wir schauen uns heute mal Rollercoaster Tycoon World, die Early Access Phase an. Auf meinem Kanal habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, das angespielt von dem Beta-Wochenende damals, oder Alpha-Wochenende, könnte man es nennen. Es war ein bisschen durchwachsen und jetzt sind sie so mutig gewesen, bei Steam mal in die Early Access Phase reinzugehen und man kann es jetzt schon spielen. Es ist inhaltlich ein bisschen mehr, als es bei Planet Coaster inzwischen gibt, weil man kann halt Kampagne schon ein bisschen spielen und man kann halt, es gibt schon einen gewissen Wirtschaftspart, aber, es gibt unzählige Bugs. Ihr habt wahrscheinlich auch sehr viele negative Reviews vom Spiel gesehen. Ich möchte aber jetzt nicht so auf das Negative komplett eingehen. Wenn wir Bugs haben dabei, es kann passieren, es ist ein Early Access, es wird noch daran gearbeitet und die Entwickler machen jetzt auch nicht den Eindruck auf mich, dass die da überhaupt nichts machen, wenn man so im Forum ist. Im Moment ist natürlich eine große, sagen wir mal, Shitstorm-Welle auf dem Spiel, was damit zu tun hat, dass das Spiel ja irgendwie von irgendwelchen Händlern verkauft wurde plötzlich, aber diese das gar nicht durften. Und bei, weiß ich nicht, und jetzt ab 31. kann man es dann doch spielen, oder ab 30. Sie haben es, glaube ich, sogar einen Tag früher rausgebracht, als sie eigentlich wollten, die Early Access Phase jetzt. Gut. Ab in die Kampagne, wir machen unseren eigenen Park. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt gehabt letzte Nacht. Wir werden mal den verrückten Canyon nehmen. Das ist eine Wüstenlandschaft. Es gibt diesen einladenden Wald auch schon. Es gibt diese leuchtende Insel, was dann sonnenverwöhnte Insel. Man kann schon drei Szenarien anspielen, auch ein bisschen mehr. Kann sein, dass man die anderen erst freispielen kann, wenn man denn diese hier abgeschlossen hat. Es gibt einen Sandbox-Modus, wo man ohne Geldbegrenzung, man muss kein Geld verdienen und kriegt halt so viel raus, wie es geht. Beziehungsweise nicht kriegt so viel raus, wie man will, sondern kann einfach bauen nach Lust und Laune. So, aber ich möchte gerne mit einer Kampagne anstarten. Das heißt, hier folgt der Canyon. Wir können unseren Park natürlich selbst benennen. Ich würde das mal in die Richtung gehen von Rollercoaster Tycoon World Park. Passt sogar. Die Musik regt schon Leute im Hitbox-Chat auf. Dabei ist die Musik im Hitbox-Chat doch wundervoll. Und ja, ich hatte heute auch wieder auf Hitbox sehr viel Verspätung. So. So startet der Park und wir müssen uns erstmal an dem Tutorial ein bisschen langhangeln, weil dementsprechend schalten wir andere Gebäude frei und Attraktionen und Achterbahnen aktuell. Wo ich sagen muss, der Parkeingang ist eigentlich schön designt. Was dann aber folgt, werden wir gleich sehen. Nein, jetzt bin ich schon wieder negativ, ne? Dabei wollte ich gar nicht negativ sein, sondern dem Spiel will ich eine faire Chance geben. Auch wenn es in der Early Access Phase ist. Denkt dran, es ist Early Access, es können Fehler auftreten. So, lass uns was Spektakuläres bauen. Aber eins nach dem anderen, kleiner Mogul. Fangen wir mit der Kamerabewegung an. Das typische ASWD zum Bewegen, ZX zum Zoomen und herauszoomen, also ranzoomen, rauszoomen, aber kann man auch das Mausrad benutzen, mittlere Maustaste halten für das Drehen oder mit Q und E die Kamera in der Achse drehen, also um die Achse. So, baue eine Attraktion aus den drei Kategorien. Ich habe gestern sehr viel auf Kinderkram gemacht, aber jetzt machen wir mal die Familienattraktion und fangen damit an, oder? 880, die Kinderattraktionen sind... Okay, günstiger sind die auch nicht. Das wäre jetzt so die Sachen, die es erstmal gibt. Das sind Nervenkitzel-Sachen. Wobei, Superflug besuchen. Besuchern wird ein Sicherungsgeschirr angelegt. Danach werden sie auf eine extreme Höhe befördert und dann mit hohem Tempo zwischen den Stützen hindurchgeschleudert. Und dann fliegen die ins Ziel? Oder was passiert dann? Ah, nee. Ah, ich sehe es. Ach komm, wir machen dann doch was für Kinder. Ich fange mit dem kleinen Kinderkarussell an, das andere ist mir jetzt gerade zu groß. So, was man jetzt schon sieht, ist so ein kleiner Kreis, der wird nachher noch wichtig. Das erzählt uns das Tutorial, da muss ich jetzt mir aber auch nicht irgendwas kaputt reden. Mit Shift kann man dann diese Gebäude drehen, man kann die auch in einer anderen Höhe setzen. Dann werden automatisch Säulen gebaut. Aber im Vergleich zu Planet Coaster, ich habe es gesagt, gibt es hier schon ein Terrain-Tool. Das kommt nachher dann zum Einsatz. So, Glückwunsch! Du hast eine erste flache Kinderattraktion gebaut. Dein Park hat die ersten Besucher, die noch nicht irgendwo hin können, aber sie sind schon mal da.
So, wähle einen geraden oder gebogenen Weg. Das ist jetzt freigeschaltet worden. Wir sehen hier mit dem Pfeil nach draußen, da können die Leute rausgehen. Aber erstmal baue ich mir hier auf Kies, oder? Gucken wir mal, es gibt schon so ein paar unterschiedliche Wege. Ich nehme jetzt hier mal den Sandstein, weil der besser zu diesem Canyon-Setting passt. So, da ist der Ausgang. Dann geht der Pfeil auch weg. Und jetzt können wir... Bum, 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 wird er wahrscheinlich sagen, ja, Warteschlange bauen. Zugeschnittene Science-Fiction-Warteschlange. Ach, guck mal hier. Doppelwarteschlange mit Sand oder auch eine Sandstein. Aber wir werden die dann mal auf Sand stellen. Und so wie man es früher gemacht hat, mache ich halt hier auch erstmal so eine... Ja, so eine langgezogene. So. Ich finde, die Infos sind alle so ein bisschen groß geraten. Attraktion auswählen. Wollen wir ein bisschen drehen. Die werden wieder kategorisiert. Wie begeistert sind die Leute da drauf? Sind Intensität, Übelkeit, die es erzeugt, und die Sicherheit, die hier im Moment sehr hoch ist. Wir können jetzt aber einfach den Preis, ja, passt den Preis an. Ich habe den Preis geklickt. Bababam, 100% voll. Und die Attraktion eröffnen. Und jetzt kann die auch besucht werden und fährt dann. So, verschönere deinen Park. Jetzt geht es nämlich darum, was ihr vorhin gesehen hattet, dieser kleine Kreis. Und zwar ist es nämlich so, du kannst die Intensität deiner... Ich glaube, es ist die Intensität oder die Schönheit der Attraktion verbessern, indem du halt Dekorationsgegenstände in die Nähe davon knallst. Jetzt gucken wir mal eben, was hatten wir denn? Fassaden, das sind so Märchenfassaden, die man setzen kann. Kann man natürlich auch drehen. Silbermordsdinger, die brauchen wir gerade nicht. Man sieht ja schon, es gibt auch benutzergenerierte Inhalte. Also Leute können Attraktionen bauen und die über den Workshop zur Verfügung stellen. Eigene Gebäudedesign, wie im dritten Teil wird im Chat schon gefragt. Aktuell gibt es nichts, wo ich das hier finden würde. So, das sind Stahlbogen, das war ein stilvoller Bogen. Das ist genau verkehrt rum. So wollte ich das nämlich nicht haben. Wer es haben will, wie es früher aussah, Karussell 1, der kann sich nämlich hier so einen kleinen Eingang setzen, da ist automatisch der Text drauf. Wir geben unseren Attraktionen übrigens ein paar doofe Namen. Weil dann die Infotexte besser sind. Hier oben rechts sehen wir übrigens, wie viele Besucher kommen und unser aktueller Parkwert. Dein Park ist sehr dunkel, du sollst einige Lampen errichten. Lampen waren hier vorne. Was haben wir hier? Lautsprecher braucht kein Mensch. Irgendwelche Banner. Nvidia-Banner. Ja, warum sage ich, ich habe auch einen Nvidia-Banner. Nvidia-Banner, ich habe auch eine Nvidia-Karte drin. So. Dann rastert der halt zur Wand hin. So. Eben die Ziele, drei Bänke platzieren und drei Mülleimer, die übrigens von den Besuchern leider noch nicht genutzt werden. Da wird auf jeden Fall der Entwickler noch richtig viel Zeit investieren müssen. Dum, 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 dum. So, mit dem Gitter kannst du deinen Park genauer bearbeiten. Da ist jetzt die Geschichte.
Ja, machen wir erstmal zeigen, weil Gitterfunktion aktivieren, dann können wir nämlich das Gitter sehen, woran sich Objekte ausrichten auf dem Boden. Und mit N sollten wir die Einrastfunktion aktivieren. Und das Einrastfunktion bedeutet eigentlich nur, dass der sich am Gitter ausrichtet. Da sehen wir nämlich, wie der sich so bewegt. Und beim Gitter können wir halt... ist das Interface ausmachen. Warum bist du denn sauer, mein Freund? Die haben auch das typische Gedankengut drin. Das wird wahrscheinlich keiner im Stream gerade lesen können, weil es so klein ist. Ich habe mich nur für Kreideficker entschieden, weil es nichts Besseres gab. Kreideficker ist einfach nicht intensiv für mich. Intensiv genug für mich, verdammte Hacke. Übrigens, Animationen und alles sehen nicht so Bombe aus. Ich finde auch die Figuren sind jetzt nicht so schön wie bei Planet Coaster. Obwohl Planet Coaster, da will ich einen ganz anderen Stil verfolgt. Warum habt ihr denn den Mund hier so offen? Naja, und so ein paar Emotionen wirken halt merkwürdig. So. Die am Gitter einrasten, zwei Deko-Objekte. Der umweltfreundliche Müllcontainer. Nein, das wollen wir nicht. Ich will jetzt hier keinen Maschendrahtzaun. Ich will gerne Kakteen haben. Die es auch irgendwo gab. Diese Kakteen machen alles schöner. So, Objekte einrasten. Einzurasten ist äußerst hilfreich. Ich selbst habe gar nicht so mitbekommen. Was daran hilfreich ist. So, Einrastfunktion an. Na? Ich habe doch die Einrastfunktion an. Ach, dann überspringen halt das. Dann reiße ich die beiden ab und die Zuckerstangen. Geh weg, Zuckerstange. Kein Mensch braucht dich. So. Ja, das Tutorial würde uns halt ziemlich ans Spiel ranbringen. Das hatten wir jetzt eigentlich gerade schon mal. Wir klicken auf den Besucher und schauen uns an, was er denkt über unseren Park. Oder wir können auch typisch wie früher gucken, Attraktionen und darüber die Gedanken abrufen. Und natürlich nochmal übergeordnet können wir das Parkfenster öffnen und hier die Gedanken über den Park uns angucken. Sehen wir auch teilweise nur englische Texte drin. Es ist Zeit, dass wir uns auf größere Ziele konzentrieren. So, Kampagnenziel. Erreiche einen Parkwert von 2000, erreiche 300 Besucher in deinem Park. Erreiche eine Parkbewertung von 500. So, dafür machen wir einfach eine weitere Attraktion. Jetzt hatten wir eine Kinderattraktion, jetzt könnten wir mal was mit für Familien machen. Ja, noch eine Schaukel. Ich versuche jetzt bei der Distanz immer einen vollen Kreis zu haben, weil dann können wir nämlich so ein bisschen Szenario später außenrum bauen von den Dingern. Beziehungsweise von dem Park. Erwartet aber keine Meisterleistung im Darstellen des Parks. Beziehungsweise wie der letztendlich aussehen soll. Ich bin da jetzt auch nicht der Meister. Ich kann aber wenigstens jetzt bei der Straße mal zeigen, wie das mit den gebogenen Straßen aussieht. Da gibt man nämlich einfach den Winkel an. Und dann zieht man halt die Straße rüber.
Und dementsprechend entsteht der Winkel, obwohl ich nicht weiß, warum die unbedingt hier das winkeln. Das ist eine Sache, wo ich mich ein bisschen, wo es mich ein bisschen schmerzt in der Early Access Geschichte. Weil Roller Coaster Tycoon World hat irgendwie. Das Interface wirkt halt alt irgendwo, ne? Es sind halt nicht gute Ideen drin, wie wir zum Beispiel bei Planet Coasters hatten, beziehungsweise aktuell haben. Das wirkt einfach durchdachter. Und das finde ich ein bisschen schade, weil normalerweise die Leute hier sollten ja auch wissen, worum es geht und was wichtig ist. So, Ranch-Stil. Und auch das Setzen hier von den Warteschlangen. Warum muss ich den hier ansetzen? Warum muss der genau gegenüber liegen? Warum kann ich den nicht leicht daneben versetzt machen? Warum ist der so statisch an der Stelle? Nur weil dein Gegenüber auch ein Eingang ist. So, dann machen wir den auch mal auf. Was ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, wenn man so ein bisschen rauszoomt, fangen an die Besucher zu zittern beim Bewegen. Das wird wahrscheinlich noch ein Fehler irgendwie in der Berechnung sein, oder die versuchen so ein bisschen zu tricksen, umso weiter man rauszoomt, dass halt sich Besucher, die eigentlich 3D-Objekte sind, Sprites werden. Ne, ihr seht da auch nicht mehr alle Animationen, ihr seht nur so zwei, drei Animationen, die dann hier durchlaufen. Und gerade klopft jemand mit einem Hammer oben in der Wohnung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich kenne es noch aus dem Warhammer-MMO damals. Da haben die weit entfernte Objekte auch immer nur so zuckend dargestellt. Deshalb ein wenig merkwürdig. So. Was braucht man noch im Park? Jetzt haben wir aktuell 140 Besucher. Es werden noch ein paar dazukommen. Parkbewertung ist noch stabil. 300 Besucher im Park. Wir brauchen auf jeden Fall eine Toilette relativ früh. Damit die Herrschaften auch irgendwo auf Klo gehen können, weil sonst sind die richtig sauer. Weil jemand mit einer vollen Blase kann natürlich auch kein Geld ausgeben. Geh erstmal weg. Dann bauen wir zuerst die Sandstein. Ha! Und wisst ihr, warum wir jetzt nicht bauen können? Wegen der Verbindung hier. Seht ihr da diesen roten Bereich? Du bist gerade dabei, einen Weg mit verbundenen Objekten zu entfernen. Jetzt geht's. Ach, das ging nicht, weil die Laterne da stand. So, Klo kann man öffnen. Bei mir bezahlt man im Klo immer was. Damit die Putzfrau auch was davon hat, hier zu arbeiten. Und 25 Cent sollte man schon haben. Für so eine arme Frau. So, deine Besucher haben eine jede Menge Spaß. Und mein Park ist immer noch dunkel. Moment, habe ich die Einrastfunktion noch an? Nein. Die Anzahl der Einrichtungsgegenstände ist natürlich auch noch nicht final. Aber durch die Möglichkeit der Editierbarkeit hoffe ich mal, dass viele neue Objekte kommen werden. Wo jetzt eigentlich in-game ist, bin ich gerade überlegen. Es gibt in-game.
So, Hitzekarten, nein, Finanzen, Community-Zentrum. Genau, hier sollte es irgendwann mal... Oder gibt es auch jetzt schon? Irgendwelche Packs. Hier sehen wir andere Parks, die wir besuchen könnten. Andere Entwürfe, die wir aktivieren können. Von anderen Achterbahnen, die die Community gebaut hat. Andere Karten. Und benutzergenerierte Inhalte. Wie zum Beispiel, ich glaube, das hier ist dann dieser Shop oder diese Post Office aus RCT3 importiert. Aus Rollercoaster Tycoon 3. Mittelalterwand und. Ein Wal, Waltexturen. Aber auch nicht so schön gemacht, wie eigentlich bei Planet Coaster sich erahnen lässt, dass das mal sein wird. Übrigens gibt es auch noch einen Bug, dass die Besucher so viel Eintritt zahlen, wie wir verlangen. Es ist total egal, sie kommen immer rein. Oder vielleicht kommt ja doch noch eine Sache, dass sie sagen, nee, finden wir doch doof, hier in den Park zu gehen für so viel Geld. So, verrückte Schaukel. Verdammt, jetzt haben wir schon einen Kreideficker. So, bam, bam, bam. Musik abspielen, nein. Mein Gott, stresst euch doch nicht so. Mittlere Größe, dann machen wir von hier hinten auch noch eine Straße. Ich weiß gar nicht, ob die Straße teurer ist. Egal. Klein, Attraktion, Toilette war ja da, verrückte Schaukammer gebaut. Saturnringe finde ich jetzt nicht sehr passend zu der Umgebung. Piraten, fliegender Teppich, Pendel. Du bist doch sehr groß, ne? Ja, dann setzen wir dich mal hier hinten hin. Und du passt gerade eben noch so in mein Western-Setting rein. Aber schon wieder was, was sich dreht. Klein. Die doofe Sandstraße, die Warteschlange. Stimmt, da hatten wir den Ranch-Stil genommen, ne? Muschelwarteschlange, Asphaltwarteschlange mit Doppelstrickzaun. So, jetzt könnte man natürlich erstmal auch noch überlegen, wie ist das überhaupt bei dem Personal? Beziehungsweise man hat ja früher ein Personalmanagement gehabt. Und heute ist es jetzt so, jedenfalls scheint es so, als wenn die Entwickler kein eigentliches Personalmanagement machen, sondern es geht darüber über Gebäude. Also wir bauen Personalgebäude und können über diese Personalgebäude einfach Leute einstellen, die an ihrer Tätigkeit nachgehen, wie zum Beispiel den Hausmeister. Dafür können wir so eine kleine Ecke mal einrichten. Lass mich mal eben die Sandsteinstraße da, nicht da, hier, darunter bauen. Beziehungsweise wir könnten auch einfach einen Kiesweg nehmen. Weil für mich fällt das ja in ein anderes Gebiet rein.
Kreidelhammer. Es ist wirklich die Welt der Kreidels. Ach, was wir auch noch mal kurz zeigen könnten. Es gibt eine Attraktion Fahrersicht. Problem ist einfach nur hier noch. Hier sehen wir auch, da zittert der Gast. Das ist also kein Problem, was eigentlich im Moment meine Performance macht. Das ist wirklich ein Problem, das einfach nur in der Engine. Mein Gott, mir wird schlecht. Und können hier auch die Attraktion eigentlich durchschalten. Ah ne, da ist falsch betitelt. Das bedeutet nämlich, einen anderen Fahrgasten verfolgen. Oder hier, da sieht man auch das leichte Zittern manchmal. Obwohl, ich glaube, die Attraktion ist nicht schnell genug, um die zum Zittern zu bringen. Na doch, ganz leicht. Aber das sind halt Fehler, die werden dann wohl noch ausgemerzt. Muss ich jetzt sagen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke mal, so wird das nicht am Ende laufen. Also beziehungsweise weitergehen. Weitergehen? Was ist denn heute los wieder? So wird es nicht final enden. So. So, Kiesweg. Jetzt kümmern wir uns mal eben um Personal. Kleiner Stand mit Handvoll Sanitätern. Dann hier den Hausmeisterstand. Mechaniker. Und Animateure. Das kostet alles Geld. Was mir hier auch noch fehlt, ist irgendwie ein Modus, wo ich dann bestehende Wege einfach neu einfärben kann. Mit zum Beispiel einer anderen Bemusterung. Das wäre was die noch machen müssten. So mal als kleine Anmerkung. So, ich werde noch nicht alle aufmachen, weil das kostet natürlich auch Geld. Oder? Machen wir alle auf. 420 für einen Mitarbeiter. So, der kostet 660. Und eigentlich müssten wir jetzt zum Beispiel gleich sehen, wie hier einer mit einer Putzkelle rauskommt. Erziele monatliche Einnahmen mit Attraktionen in Höhe von $500. So, 310 Besucher. Jetzt müssen meine Angestellten bezahlt werden. Ich versuche den Bug jetzt nicht zu massiv auszunutzen, dass die jeden Preis zahlen. Ich habe ihn auch nur kurz gelesen. Kann sein, dass der gar nicht stimmt. Deshalb ohne Gewehr. Du kannst sie auch direkt an den Weg snappen lassen, sagt der Chat. Dass sie sich automatisch verbinden, die Gebäude. Und ich habe, glaube ich, gerade gehört, man kann die Quali einstellen. Ich werde bekloppt. Dann kann ich euch ja demnächst mal mit mehr befeuern. Damit die Source-Quali noch höher ist als die normale. Weil ich habe noch ein bisschen Luft in der Leitung. So, deine erste Nervenkitzel-Attraktion. Und es hat nur 4 Wochen gedauert. Entschuldigung an YouTube. Ihr wisst jetzt gar nicht, worum es geht. Aber meine Quali-Einstellung für, für Hitbox haben jetzt einfach mal ein paar Wochen gedauert. Ach, es haben sich auch mit der Zeit jetzt hier neue, schon neue Attraktionen freigeschaltet.
Zum Beispiel dieses schöne Westernrad. So, wo wollen wir hin? Jetzt bin ich nämlich plötzlich auch wieder unglücklich mit meinem Weg, aber jetzt bleibe ich mal strange bei diesem Sandstein. Obwohl der Sandweg wahrscheinlich besser gepasst hätte.